Tag, verehrte Zuschauer. Der CSU-Vorsitzende Strauß hat bestritten, dass er im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung für den Flick-Konzern während der SPD-FDP-Koalition unter Bundeskanzler Schmidt Zuwendungen für die Parteikasse erhalten habe. Strauß wird zur Stunde vom Flick-Untersuchungsausschuss des Bundestages gehört. Dabei vertrat er die Auffassung, der Ausschuss habe nur aufzuklären, ob die Steuerbefreiung für den Konzern unter der damaligen Regierung korrekt entschieden worden sei. Strauß betonte, er habe in der fraglichen Zeit weder der Regierung noch der Verwaltung angehört und als Mitglied des Bundestags nichts mit den Steuerbefreiungen zu tun gehabt. Seine Partei habe seit 1949 von Flick, aber auch von anderen Unternehmen Spenden erhalten, sagte der CSU-Vorsitzende. Vor dem bayerischen Ministerpräsidenten hatte der Flick-Ausschuss bereits die Parteivorsitzenden von SPD, CDU und FDP gehört. Strauß nahm nicht eher am Zeugentisch Platz, bis der letzte Fotograf den Raum verlassen hatte. Er verzichtete auf die Möglichkeit, vor dem Ausschuss eine zusammenhängende eigene Darstellung zu geben. Strauß sagte, er sehe dafür keinen Grund wegen unzureichender Kenntnis über alle Vorgänge. Zuvor war der frühere parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Böhme noch einmal vom Flick-Ausschuss gehört worden. Der SPD-Politiker widersprach Vermutungen, dass Ministerium für 1984 gezahlte Zwangsanleihe noch in diesem Jahr erstattet werden. Die Finanzämter wurden außerdem angewiesen, ab sofort die Abgabe nicht mehr einzubehalten. Im Bundestag haben sich alle Parteien gegen einen Rüstungswettlauf im Weltraum gewandt. Übereinstimmend forderten sie außerdem ein weltweites Verbot der chemischen Waffen. Die SPD legte einen Vertragsentwurf zur Begrenzung der militärischen Nutzung des Weltraums vor und forderte die Bundesregierung auf, ihren Einfluss geltend zu machen, einen solchen Vertrag international durchzusetzen. Die Unionsfraktion nannte die SPD-Initiative wenig hilfreich. Stattdessen müsse die Sowjetunion dazu bewegt werden, das amerikanische Verhandlungsangebot in dieser Frage anzunehmen. Nur Moskau habe bisher Antisatellitenwaffen im All. Die Regierung Nicaraguas betrachtet den Zwischenfall, bei dem amerikanische Fregatten einen sowjetischen Frachter in die Hoheitsgewässer des Landes verfolgt haben sollen, als Vorspiel zu einer US-Invasion. Das ist das russische Frachtschiff, von dem die Amerikaner behaupten, es hätte Bauteile des sowjetischen Kampfflugzeuges MiG-21 nach Nicaragua gebracht und im Hafen von Corinto abgeladen. Die Regierung in Nicaragua hat das bestritten. Vor der Küste, aber in internationalen Gewässern, wie die USA behaupten, kreuzt ein amerikanisches Kriegsschiff. Präsident Reagan hat verlauten lassen, dass die USA die Lieferung von hochtechnisierten Waffensystemen wie der MiG-21 nach Nicaragua nicht dulden werden. In Chile greift die Militärregierung immer härter durch. Staatspräsident Pinochet ordnete für 5 weitere Städte eine nächtliche Ausgangssperre an. In der Hauptstadt Santiago sind in der vergangenen Nacht mehr als 100 Menschen verhaftet worden, weil sie gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatten. Die amerikanische Raumfähre Discovery ist am Mittag vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral gestartet worden. Die Besatzung der Raumfähre soll 2 defekte Satelliten aus dem Weltraum zur Erde zurückbringen. Vorher soll sie 2 neue aussetzen. Der Start war gestern infolge schlechten Wetters auf heute verschoben worden. Der Raumgleiter Discovery wird zum 2. Mal eingesetzt. Er war zuletzt im August im All. Unter der 5-köpfigen Besatzung ist eine Frau. Discovery soll nach 8 Tagen wieder in Cape Canaveral landen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im Westen meist stark bewölkt, im übrigen Deutschland teils neblig trüb, teils heiter. Höchsttemperaturen meist zwischen 11 und 16 Grad, bei Föhn bis 18 Grad, in Nebelgebieten nur 7 Grad. Nachttemperaturen im Westen um 6, sonst um 2 Grad, örtlich geringer Frost. Heute aus den Ländern Wiesbaden. Der Hessische Landtag debattiert seit heute über den Haushalt 85. Um ihn zu verabschieden, ist die SPD-Minderheitsregierung auf die Unterstützung der Grünen angewiesen. Der Etatentwurf, den die Hessische Landesregierung heute früh in den Landtag einbrachte, umfasst knapp 22,3 Milliarden Mark. Das Geld soll nach den Worten von Finanzminister Krollmann vor allem für Beschäftigungspolitik, Investitionen, Energie, Umwelt- und Sozialpolitik ausgegeben werden.
Doch für ihren Haushalt 85 hatte die sozialdemokratische Minderheitsregierung in Hessen noch keine Mehrheit. Die Grünen sehen sich am Ende ihrer Duldsamkeit. An der Mülldeponie Wessel wird weitergebaut, die SPD will neue Gefängnisse und denkt auch nicht daran, wie von den Grünen gefordert, die Hanauer Nuklearbetriebe stillzulegen. Wenn die Landesregierung meint, diese unsere gravierenden Bedenken nicht berücksichtigen zu müssen, obwohl es in ihrem Ermessen steht, so würde das für uns bedeuten, dass eine Tolerierung, das heißt ein Mittragen des Regierungshandelns, nicht mehr möglich wäre. Wir erwarten, dass die SPD, die sich bereit erklärt hat, mit den Grünen zusammen gemeinsame Politik zu machen, dass sie dieses, was ich hier in aller Deutlichkeit, wirklich mit aller Ernsthaftigkeit ausgesprochen habe, dass sie dies auch voll ernst nimmt und voll berücksichtigt. Ministerpräsident Börner hat sichtlich Sorgen. Doch noch ist er zuversichtlich, den Haushalt 85 noch in diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Fragt sich nur, mit wessen Stimmen. Aber da gibt es ja noch die Freien Demokraten, die mit Hilfe der CDU die Rückkehr in den Landtag schafften. Sie bestreitet energisch, mit der SPD zu liebäugeln. Es wird ein Haushalt von SPD und Grünen verabschiedet werden, davon bin ich überzeugt, weil beide Gruppen die Zusammenarbeit fortsetzen werden, auch mit vielen Stolpersteinen und faulen Kompromissen. Mit uns wäre es nur möglich, eine völlig andere Politik einzuleiten. Einen Haushalt für die rot-grüne Koalition werden wir nicht verabschieden. Bremen, die Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktionen haben gefordert, dass bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 19. Dezember der Entwurf für einen Staatsvertrag über die Neuordnung des Rundfunkwesens vorliegen sollte. Jede Änderung des bei dem letzten Treffen der Länderchefs verabschiedeten Medienkompromisses wird von den 7 unionsregierten Ländern abgelehnt. Notfalls wollen diese Länder die Neuordnung im Alleingang durchsetzen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende in Düsseldorf, Bernhard Worms, hat angekündigt, im Landtag den Entwurf für ein Vorschaltgesetz einzubringen, das die Voraussetzungen für ein privates Fernsehen in Nordrhein-Westfalen ab nächsten Jahres schaffen soll. Bonn. Die SPD-Bundestagsfraktion hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das neue niedersächsische Landesrundfunkgesetz geklagt. Die SPD hält das Gesetz unter anderem für verfassungswidrig, weil darin die vom Grundgesetz geforderte Sicherung von Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt kaum berücksichtigt werde. Der SPD-Rechtsexperte Alfred Emmerlich erklärte, seine Partei erweitere von dieser Gerichtsentscheidung, dass die Grenzen...